Are you ready, Donny? Ready to rumble! Ernie, ich schwöre, Wanda, du bist Ernie. Und ich bin Bert. Ich glaube, ich mache das gleich alleine. Ey. Hör auf zu atmen neben mir. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es endlich wieder ein Video von uns. Wir beantworten eure Fragen, die ihr uns auf Instagram stellen durftet. Offen und ehrlich, oder? Natürlich, immer. Und ja, Donny, dein Einsatz. Let's go, ja. Genau. Können die beiden Kinder Kurdisch? Jein, also die Kinder verstehen perfekt Kurdisch, aber sie schämen sich irgendwie zu sprechen. Voll komisch. Also ihr Landchen, bei ihr kommen so ab und zu Wörter. Vor allem, wenn sie bei Oma ist. Ja, bei Nana. Ja, Entschuldigung, wenn sie bei Nana ist. Wenn sie bei Nana ist, ja. Genau, im Jiddu. Dann, aber es ist klar, weil meine Eltern halt nur Kurdisch dann mit ihr sprechen. Ich gebe mein Bestes. Aber das ist voll schwierig, weil ihr alle Deutsch redet und dann switche ich immer so automatisch um. Du musst eigentlich auch mal ein bisschen mehr Kurdisch lernen. Und jetzt sag nicht, ich soll die Nana-Chat. Ich wollte gerade sagen, das liegt ja an dir, weil du hier nicht genug Kurdisch redest zu Hause. Also, komm, ich gebe schon mein Bestes. Aber die Hauptsache ist, wie gesagt, die Kinder, die verstehen wirklich alles. Aber so mit dem Sprechen arbeiten wir noch dran. Nächste Frage. Gibt es sehr viele Unterschiede zwischen euch wegen der Herkunft? Ja, im Prinzip schon. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir kommen ja aus komplett verschiedenen Kulturen. Ja, aber wir machen... Aber wir haben uns so das Beste von beiden rausgepickt und haben uns so unsere eigene Kultur. Nein, wir machen das Beste halt. Genau. Es ist ein, ich finde, es ist ein schöner Mix irgendwie. Ja. Euer peinlichstes Erlebnis zusammen. Schon so, wir sind eigentlich immer peinlich. Mir fällt da nur eins ein, damals in Lüdenscheid, aber... Oh, was denn? Wo ich auf die Scheiße... Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, Leute, ja. Das war, ich bin abgehauen, weil ich so lachen musste. Also was heißt abgehauen, aber ich bin so ein Stückchen... Das ist wieder so typisch ich. Danny ist so fett auf einem Hundescheißhaufen ausgerutscht. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er ist richtig geslidet und dann ist er noch richtig hingefallen. Und ey, bei mir war ein komplett Nervenzusammenbruch von Lachen. Ja, vor Lachen, genau. Ich habe so mal mich da liegen. Nein, aber du hast dir doch nicht wehgetan. Genau, ich habe mir nicht wehgetan, ist klar. Nein, aber komm, so, du, es muss jetzt kein Notarzt kommen, Schatz. Toll, alle Leute haben es gesehen, mitten an der Straße. Ja, es war mitten an der Straße, oh mein Gott, aber das war lustig, ja. Das war lustig und peinlich zugleich, aber... Für mich war es maximal peinlich, ja. So, nächste Frage. Wie sind die Kita- und Schulkosten? Ja, Freunde, ich weiß nicht, sollen wir das jetzt... Also hier in Dubai ist ja komplett alles privat, also Kindergarten und Schule. Und wir wissen es selbst, es ist... wirklich viel, also der Kindergarten geht so ab 900 Euro. Zwischen 900 bis... Bis Open End. Open End nicht, nein, aber... so vielleicht 1,5 ungefähr. Ja, so roundabout, ja. Es kommt darauf an, wie lange die Kinder bleiben, also wie viele Stunden, ob Essen mit drin ist. Der Unterschied ist aber hier, die Kita bietet einfach... Deutlich mehr. Deutlich mehr, also es ist schon... Wir haben ja auch so eine eigene App, wir bekommen jeden Tag Fotos, Berichte. Und auch was die Kinder da machen, das ist schon auf jeden Fall anders. Also ich will einfach damit sagen, ist das, wie nennt man das so, das Geld, dass man halt auch für die Kinder, sage ich mal, mehr bekommt für das Geld. Wie lange wollt ihr in Dubai bleiben? Ich weiß, ihr, diese Frage ist so immer mit dabei, was für uns ist das wirklich so schwierig, gerade in dieser Situation zu beantworten. Also ist ja kein Geheimnis, geplant waren ja 2 Jahre, bis Elana dann eingeschult wird. Und das ist tatsächlich schon nächstes Jahr im Sommer. Mhm. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das ist doch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Also, ich weiß nicht, ich bin raus. Ich kann es nicht beantworten. Also, eigentlich würden wir am liebsten noch bleiben, ja. Noch länger als diese 2 Jahre. Also bei mir ist sowieso immer so ein Auf und Ab. So einen Tag sage ich, oh nee, ich möchte zurück, ich vermisse meine Familie. Ich möchte, dass die Kinder mit der Familie aufwachsen, Großeltern. Und am nächsten Tag sage ich, nee, ich möchte safe hier bleiben. Ach, es ist so schön hier. Ach, keine Ahnung.
Ich finde es ein bisschen durcheinander, aber wie gesagt, also am liebsten würden wir noch verlängern, aber zu diesem Zeitpunkt steht es wirklich nicht zu 100% fest. Habt ihr mal vor, was Eigenes rauszubringen? Produkt? Die Frage geht eher an dich, ne? Wieso, da steht ihr? Also ich finde, wir sind ein Team, auch wenn du das anscheinend jetzt hier nicht so siehst. Nein, also Danny hilft mir ja bei allem, er unterstützt mich. Es läuft ja ohne dich. Das. Unser Kanal heißt auch Van Dyke Family. Okay, okay, auf Instagram heißt mein Name nur Sammy Van Dyke, aber trotzdem. Nein, also wir haben uns schon sehr, sehr oft darüber unterhalten. Ich möchte unbedingt was Eigenes rausbringen. Aber ich bin noch nicht an diesem Punkt, dass ich sage so, okay, diese Sache, da brenne ich jetzt für. Ich brenne für viele Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, was denn so zu mir passen würde oder was ihr euch wünscht. Ich denke, wir wohnen hier an einem Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ja, das ist echt laut. Genau, also ich möchte super gerne was Eigenes rausbringen. Da habe ich auch mega Lust drauf und der Donny auch. Natürlich. Er hat auch schon ein paar richtig coole Ideen, wo er gesagt hat, so, das passt richtig gut. Aber apropos, wir dürfen ja jetzt darüber sprechen, ne? Ja. Official. Leute, es ist jetzt kein eigenes Produkt, aber ein eigenes Projekt. Ihr werdet es nicht glauben. Wir haben bei einer TV-Show mitgemacht und das wird ab dem 20. Dezember ausgestrahlt. Wieso lachst du, Donny? Bist du aufgeregt, ne? Ja, klar bin ich aufgeregt. Das ist ja halt was Neues. Ich meine, klar, man ist im öffentlichen Leben, aber so in einer eigenen Serie mitzuspielen, ist schon wieder eine andere Nummer. Und zwar Dubai Diaries. Das wurde im Oktober gedreht. Ich durfte auch nichts verraten und erzählen, aber jetzt darf ich es. Und ab dem 20. Dezember seht ihr mich auf RTL Plus. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle einschaltet. Es ist auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung gewesen. Und Dennis übrigens auch. Ein paar Mal sieht man ihn auch da rumhüppeln. Der Rumschleiche. Genau. Auch für dich eine super Frage. Wie war deine Kindheit? Wie war meine Kindheit? Also, meine Kindheit war sehr, sehr schön. Ich habe wirklich eine schöne Erinnerung. Wir sind sehr behütet und fürsorglich aufgewachsen. Weiß ich, hatte echt die perfekte Kindheit. Wir waren sehr, sehr viel draußen. Mein Gott, wir waren so viele Kinder in dieser Nachbarschaft. Und auch daheim, es war wirklich, also meine Mama war ja zu Hause. Sie hat uns richtig immer betüttelt. Sagt man ja. Betüttelt? Obwohl, es ist ja sogar... Ja, ich schwöre, es ist heute noch so. Und, ja, Wassermelone ohne Kerne kriegt, ne? Danny! Und auch Trauben. Meine Mama entkernt die Trauben für uns. Ja, auch das Hühnchenfleisch mit und... Ja, aber meine Mama ist wirklich mit Herz und Seele Mama und das ist auch schön. Und guck mal, ich habe halt wirklich dann nur so positive und schöne Erinnerungen. Weil sie halt wirklich, sie war so mit Herz und Seele so richtig halt Mutti. Meine kleine Mutti. Und ja, auch mit meinen Geschwistern, also es war sehr, sehr schön. Wir sind ja 5 Geschwister insgesamt und ja, es war auf jeden Fall schön. Ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Was ist euch wichtig bei der Erziehung? Komm, das kannst du sehr gut beantworten. Ja, kann ich das? Ja, das kannst du. Also das Gute ist, wir sind uns wirklich zu 100% einig in der Erziehung. Also da muss ich sagen, weil das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, wenn wir beide so voll komplett unterschiedlich sind. Die Meinung hätten, ja, nein, haben wir aber nicht. Also wichtig ist uns auf jeden Fall, dass die Kinder tolerant aufwachsen. Tolerant? Dass die Kinder Respekt, genau, Respekt zeigen auch, sage ich mal. Auch natürlich, dass die respektvoll erzogen werden, aber natürlich dann auch respektvoll mit anderen umgehen, genau. Mit ihrer Umwelt. Höflich ist das zu Respekt. Höflichkeit ist auch so respektvoll. Höflichkeit, sehr hilfsbereit. Also zum Beispiel erkläre ich das den Kindern auch, ne, dass die sich gegenseitig immer auch helfen, dass die anderen auch helfen. Das finden wir auch sehr wichtig. Und was uns auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder so diese Familien,
ich schwöre, mein Deutsch ist broke, weil ich hier nur Englisch spreche. Spreche, aber mein Englisch ist auch broke, jetzt ist mein Deutsch auch noch broke, mein Kurdisch. Also, wir wollen halt die Werte vermitteln, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe und denke schon, dass wir unsere Kinder gut und schön und richtig erziehen, aber ist perfekt gibt es nicht. Ne? Nee. Wir geben unser Bestes. Wie kann man sich am besten fürs Elternwerden vorbereiten? Aber das ist eine sehr gute Frage. So ist eigentlich gar nicht. Ja, gar nicht. Nein, also das heißt, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, kauft euch nicht 1000 Bücher und Ratgeber und keine Ahnung was. Man kann sich ein wenig einlesen, aber man macht sich damit nur verrückt. Und jedes Kind ist auch anders. Ne? Also, ja, also so richtig weiß ich gar nicht. Also ich rede jetzt nur von uns, kann ich es jetzt sagen. Wir haben es einfach uns zukommen lassen, genau. Das Ganze. Wir haben uns mal Tipps und Tricks abgeholt von unseren Eltern, Großeltern. Ja. Lasst es auf euch zukommen, macht euch nicht verrückt. Ihr werdet wissen, was für euer Kind das Beste ist. Und wie gesagt, also ich würde auch nicht zu viele Leute fragen. Wir haben immer unsere Eltern gefragt. Ganz wichtig, positiv. Wirklich einfach positiv da dran gehen. Und dann wird es schon klappen. Habt ihr euch schon einmal überlegt zu trennen? Also von meiner Seite nicht. Ich auch nicht. Nie wirklich. Also ich meine, in welcher Beziehung oder Ehe gibt es kein Up and in Down? Unserer. Und bei uns ist es so. Ja, das ist aber halt hier, mein Gott. Das komm, wir brauchen das auch gleich so ein bisschen. Ne? Genau, also es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wieso lachst du denn? Sorry. Es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber jetzt so richtig... Trennung? Nee. Nächste Frage. Wie geht es beruflich bei Danny weiter? Ihr seid eine tolle Familie. Oh, das ist doch ja, danke schön. Ja, Danny, wie geht es denn bei dir weiter? Bei mir? Wie geht es da weiter? Ich verkaufe den Banken. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also den Physio, den habe ich jetzt, den mache ich einen Haken hinter. Da haben wir ein X gemacht, weil es, wir wollen gar nicht mehr darüber sprechen, weil wir so abgenervt. Ja, also das war jetzt einfach verbranntes Geld, gut, Lehrgeld halt. Funktioniert nicht, habe ich einen Haken hinter gemacht. Aber es liegt ja nicht jetzt an es uns. Es liegt nicht an uns, es liegt an diversen Behörden. Und ja, gut, da habe ich ja leider keinen Einfluss drauf. Nee. Also ist es so, wie es ist, egal. Aber. Aufstehen, weitermachen und deswegen, ich plane jetzt gerade ein paar andere Sachen. Die sind aber noch. Genau, die im Hintergrund jetzt noch laufen so ein bisschen. Secret. Und ja, wird bald kommen und dann denke ich, werdet ihr es auch erfahren. Bestimmt, ne? Ja, ich denke, ich hoffe, du wirst es mal erwähnen, ne? Letzte Frage. Ja. Roomtour. Roomtour. Von unserem wunderschönen neuen Haus. Ja, stimmt. Also, die Roomtour kommt als nächstes Video. Es fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten und ich bin ja da immer so ein bisschen, ich habe gesagt, Demi, es muss alles hier stehen, sonst gibt es keine Haustour. Das war's auf jeden Fall von unserem Q&A-Video. Ihr habt uns jetzt noch mal ein Stück besser kennengelernt. Es gab ein Update von uns und ja, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und kommentieren. Genau, kommentieren, fleißig kommentieren. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.